Hallo und schönen guten Abend bei den Krone News am heutigen Donnerstag. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, und wir kommen gleich zu den wichtigsten Themen des Tages. Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen in der Eurozone erwartungsgemäß um einen Viertelprozentpunkt gesenkt. Ja, die Währungshüter, die entschieden am Donnerstag den maßgeblichen Einlagesatz von 4,0 auf 3,75% zu verringern. Marktteilnehmer und Analysten hatten mit diesem Schritt gerechnet. Ja, nach 10 Zinserhöhungen in Folge hatte die Notenbank seit Oktober vorigen Jahres eine Zinspause eingelegt. Diskussionsbedarf gibt es bei der gemeinsam mit dem Finanzausgleich paktierten Gesundheitsreform, die im Dezember im Nationalrat beschlossen wurde und in zwei Bund-Länder-Vereinbarungen abgebildet ist. Ja, am Freitag gibt es dazu eine Sondersitzung der sogenannten Bundeszielsteuerungskommission, bei dem der Bundeszielsteuerungsvertrag diskutiert werden soll. Das bestätigte man im Gesundheitsministerium. Die Länder haben dem Bund ein Ultimatum bis Ende Juni gestellt. Hitzige Wortgefechte haben sich die Spitzenkandidaten zur EU-Wahl bei der Elefantenrunde des ORF am Mittwochabend geliefert. Besonders heiß wurde die Diskussion beim Thema Ukraine-Krieg geführt. FPÖ-Politiker Harald Wilimski sorgte mit einem Sager für Empörung. Wilimski behauptete, die antirussische Position der EU rückte sie in Richtung Dritter Weltkrieg. Er hingegen wolle Frieden. Mit der Aussage, niemand hier außer mir hat Interesse, das Sterben zu beenden, erntete der freiheitliche Politiker sofort entschiedene und empörte Widerworte, was ihn nicht daran hinderte, weiterzumachen. Sie kriechen der NATO hinten rein, warf er den Spitzenkandidaten von ÖVP, SPÖ, Grünen und Neos vor. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz will die Abschiebung von Schwerstkriminellen nach Afghanistan und Syrien wieder ermöglichen. Ja, solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen. Das sagte Scholz am Donnerstag im Bundestag. Wie das rechtlich genau gehen soll, das sagte der deutsche Kanzler wiederum nicht. Das Ministerium sei auch mit Nachbarländern Afghanistans im Gespräch. Man werde es nicht länger dulden, wenn terroristische Straftaten verherrlicht und gefeiert werden. Deshalb werden wir unsere Ausweisungsregelungen so verschärfen, dass sie aus der Bildung terroristischer Straftaten ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse folgt. Das sagte Scholz. Und wer Terrorismus verherrlicht, wendet sich gegen all unsere Werte und gehört auch abgeschoben. Ja, das waren die Krone News am heutigen Donnerstag. Weiter geht es jetzt mit einem spannenden Duell zwischen der grünen EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling und der Spitzenkandidatin Die Liste DNA Maria Hubmann-Mock. Bleiben Sie dran, wir sehen uns morgen wieder.